Bei Windows 8 und 8.1 gibt es neben den klassischen Apps wie dieser hier die sogenannten Metro- oder Kachel-Apps. Das sind alle Apps, die sich hier über so eine Kachel starten lassen. Die haben eine Besonderheit und einen Unterschied zu den normalen Apps. Es gibt hier nämlich keine Titelleiste und keine X-Schaltfläche zum Schließen. Das heißt, die Apps kann man eigentlich mit normalen Mitteln gar nicht schließen. Und das bedeutet, wenn man diese App in den Hintergrund legt, läuft sie im Hintergrund weiter. Windows 8 ist aber so intelligent, dass diese Apps, die im Hintergrund sind, von Windows 8 einfach eingefroren und in den Tiefschlaf versetzt werden. Das bekommt man so als normaler User gar nicht mit. Man kann aber nachschauen, ob und welche Apps im Hintergrund eingefroren sind. Dazu startet man den Task Manager. Das geht zum Beispiel mit der Tastenkombination Steuerung Shift Escape oder indem man auf dem Desktop einfach mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klickt und dann sagt Task Manager. Und dann findet man im Task Manager eine Übersicht aller Apps, die derzeit im Hintergrund laufen. Und möchte man jetzt sehen, welche davon eingefroren sind, ruft man den Befehl Ansicht, Statuswerte, Anhaltestatus anzeigen an. Dann findet man hier in der Zeile Status eine Statusmeldung für alle Apps, die im Hintergrund eingefroren sind. Und hier steht dann zum Beispiel angehalten bei Mail oder Musik oder allen Apps, die halt im Hintergrund nicht mehr aktiv sind und eingefroren sind und dadurch auch keinen Strom und keinen Speicher verbrauchen. Besonderheit bei diesen eingefrorenen Apps ist, das funktioniert nur bei Desktop oder bei Kachel oder bei den Metro-Apps, das heißt bei den neuen Windows 8-Apps, bei den klassischen Windows-Anwendungen, die auf dem Desktop laufen, wie Adobe Premiere, Audacity oder den Snagit-Editor. Die lassen sich nicht anhalten, weil das ganz normale Desktop-Anwendungen sind, die unter dem Windows Desktop laufen. Sollte diese Zeile Status nicht erscheinen, kann man diese auch nochmal explizit einblenden, indem man mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf klickt und hier ein Häkchen bei Status setzt. Also wenn das zum Beispiel so fehlt, klickt man hier mit rechts und sagt Status und hat dann die Statuszeile, kann diese hier auch verbreitern oder verkleinern.